So, wir haben wieder mal 5 Tage und 12 Wochen. Unsere empfohlene Stufe ist 36. Wir sind Stufe 34. Von daher, wir sind ein bisschen unterlevelt, theoretisch. Aber ich denke mal, das Risiko gehe ich ein. Ich habe nämlich eigentlich echt keine Lust, jetzt noch zu leveln. Ich habe das Gefühl, ich bin so kurz vorm Ende. Deswegen wird es jetzt ja auch so schwer. Ace kriegt das hin, oder? Der gute Ace kriegt das hin. Ich glaube an Ace. Oh, die Klasse 0. Ich brauche jemanden zu reden. Na, sicher. Was? Nein, das ist gar nicht wichtig. Ich bin in meiner Klasse nur ständig alleine, habe niemanden, mit dem ich so richtig unterhalten kann. Die Kadetten meiner Klasse haben alle ihren Freundeskreis und ich scheine irgendwie in keinen zu gehören. Meine Freunde sind wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld umgekommen. Ich kann mich erinnern, dass es da jemanden gab, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, aber ich kann mir nicht mal mehr das Gesicht dieser Person oder Personen ins Gedächtnis rufen. Jetzt bin ich in meiner Klasse, also ständig allein, das macht nicht wirklich Spaß. Gut, schön, dass es das jetzt schon war, was du uns sagen wolltest. Ansonsten gibt's hier nichts. Kann ich allerdings mal kurz schon mal zur Ausrüstung gehen und zu Rems Sommeruniform wechseln und dann auch einfach mal zu Rem wechseln. Können wir uns die ja mal ein bisschen genauer angucken. Tada! Es ist schon schick, oder? Muss man schon zugeben, es hat was. Der rote Umhang passt nicht mehr ganz so gut dazu, aber es sieht schon schick aus. Unterricht. Oh ja, wir haben ja bestimmt nochmal Unterricht. Das könnte sehr hilfreich sein. Um nicht allzu sehr leveln zu müssen. Und wir haben hier sogar noch Leute, mit denen wir reden können. Von daher reden wir doch zuerst mal. It took a great sacrifice. But now the Dominion has a definite chance of winning. Yes. We were losing in numbers. But the tides have turned. The next battle will settle it all. I've been thinking lately. It might all depend on whether or not we can effectively control the tide of battle. Oh, how did you know what I was going to say? Huh? I don't know. But I feel like we've had this exact conversation before. I never said that before. Is this the deja vu that's been bothering you? Said so. That wouldn't tell her what you were about to say. Unless she really has heard all this before. I wonder what it is. Is something wrong with me? But when Mother saw me, she said that I was perfectly fine. If Mother says so, then you should be fine. Ich hab eine Theorie. Yeah, I guess. Ich habe eine Theorie. Ich meine, prinzipiell geht es in der Fabula Nova Crystallis Geschichte um Welten, die sich in einem Kreislauf befinden. Normalerweise werden die Welten zerstört und wieder neu aufgebaut und dann wieder zerstört und wieder neu aufgebaut. Vielleicht ist das hier nicht einfach nur eine Welt, die immer wieder zerstört und neu aufgebaut wird, sondern eine Zeitschleife oder sowas ähnliches. Also das wirklich... Ich weiß nicht, was am Ende passiert, aber vielleicht passiert was... Also vielleicht passiert das, was am Ende kommt, immer wieder. Und Carter erinnert sich quasi an ein früheres Leben, beziehungsweise an eine frühere Iteration der Welt. Wäre eine Theorie. Ob das wirklich stimmt, schätze ich, erfahren wir dann in der nächsten Mission oder in der übernächsten, wenn es eine übernächste überhaupt gibt. Tomberry scheint etwas sagen zu wollen, aber es kommt immer noch nicht wirklich viel bei raus. Aber gut, hören wir uns den Unterricht an und hoffen, dass wir dadurch noch ein bisschen gelevelt werden. Wenn das wirklich die letzte Schlacht sein sollte, die jetzt kommt, ist alles, was ich hier kriegen kann, praktisch. Und ansonsten würde ich sagen, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich weiß nicht genau, warum manchmal quasi das Ganze nochmal neu geladen werden muss. Weil es hat sich jetzt eigentlich nichts geändert, oder? Emma?
Schade, dass es hier jetzt überhaupt keine Erfahrungspunkte gab. Ich habe nochmal auf so 100.000 Erfahrungspunkte gehofft oder so. Das war schon saupraktisch. Aber dafür kaufe ich noch ein paar Supertränke. Die können mir auch super weiterhelfen. Beziehungsweise kann ja einfach mal meine Heiltränke verkaufen. Die brauche ich ja dann nicht mehr. Weil es auch nicht wirklich... Kommt nicht wirklich was bei rum, oder? Äther benutze ich eigentlich nicht. Die könnte ich... Es bringt mir eben das Geld für... So schade, dass es um die Items ist, aber es bringt mir das Geld für die... Dings hier. Die Bums hier. Supertränke. Wenigstens ein paar. What's up? Ja, Ace, das würde ich dich eigentlich fragen. Seit dem Befreiungskampf ist einiges passiert. Ihr seid in unsere Klasse gewechselt. In Togoreth konnten wir die Macht eines Lassie mit eigenen Augen sehen. Unsere Erfahrungen in Militis waren wohl die schlimmsten. Ich dachte wirklich, wir würden es nicht schaffen. Als wir uns in der alten Baracke versteckt haben, war ich sicher, man würde uns schon bald entdecken. Ich war ziemlich nervös, aber mit euch allen am Feuer zu sitzen, hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben unsere Schwierigkeiten miteinander, aber ich glaube, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wie Geschwister eben. Okay. Nette Zusammenfassung. A lot of people died. Maybe it's because I don't remember them, but it just doesn't feel real. We should be thankful for all that the crystal does for us. To think how I'd feel if I remembered all of these people. It gives me chills. Yeah, that's for sure. I doubt that we'd be able to go on fighting. In fact, if it weren't for the crystal, we wouldn't be able to move forward. Yeah, but aren't you scared? I mean, even just a little? Huh? Scared? Well, what if I just happened to die? Then no one would remember me? Even if I died protecting someone, they'd forget me. You all would. So would Machina. Well, I'd be lying if I said it wasn't sad. But I still feel better knowing that none of us will be held back by ghosts of the past. We're cadets, yo, remember? All of us chose this path knowing death is waiting for us right around the corner. Is wanting people to remember you after you die... Is that... Ja, wohin? Wie gesagt, das Typische. Einfach mal alles absuchen und gucken, was so kommt. Wie gesagt, das mit dem Déjà-vu wird schon mal verdächtiger. Ich kann tatsächlich mal was machen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Reichweite steigt hier erstmal extrem an. Das ist nicht schlecht. Ich habe immer noch keine Ahnung, was spezial sein soll. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht rausfinden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das Magie ist, die man dann nach dem ersten Spielverlauf freischaltet und eben im, oder beziehungsweise während des zweiten Spielverlaufs freischalten kann, könnte ich wetten. Aber gut, ich bin echt gespannt und nervös, was die letzte Mission sein wird und was da so auf uns wartet. Irgendwo in Orient soll ein Geschichtsbuch geben.
das die Welt vor unserer Zeitrechnung behandelt. Ah, okay. Ich suche nach einem legendären Luftschiff, das bereits vor unserer Zeit existiert haben soll. Beziehungsweise vor unserer Zeit, Dingsbums. Aber, ich meine, ich habe das nicht, ich werde es auch nicht finden, aber... Interessant. Auf jeden Fall. So, welche... Eine Elfenbein-Anima. Elfenbein-Anima. Ich fürchte, Elfenbein-Anima habe ich nicht. Nee, schade. Na gut. Ha, ein Mogri. Viele Kadetten meiner Klasse sind umgekommen, Kupo. Unsere Forschung steckt in einer Sackgasse. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Während des Kampfes an der großen Brücke wurden Kadetten der Klasse 11 als Versorgungstrupp eingesetzt. Fünf von ihnen bildeten eine Einheit, die aber ausgelöscht wurde, noch bevor sie die Front erreichte. Man kann eben eine im Kampf unerfahrene Forschungsklasse nicht einfach in eine Schlacht schicken. Und ich darf mich jetzt um das ganze Chaos kümmern, das das hinterlassen hat. Einige der Kadetten haben ihre Forschungsergebnisse nicht ordentlich notiert, bevor sie ausgezogen sind. Und andere haben ihr Material nicht weitergegeben, also sind viele Proben schlecht geworden. Da wird doch der Chocobo in der Pfanne verrückt, Kupo. Als wäre es mit unserem geringen Forschungsbudget nicht alles schon schwierig genug. Das kann ich mir vorstellen, das ist übel. Was willst du? Immer noch irgendwas, was ich... Stufe 99! Oh Gott. Ich habe nur Stufe 99 gesehen und gedacht, nee, um Gottes Willen. In diesem Leben nicht mehr. Stufe 99? Ist das das Maximum? Hello. Hello. So gut ist es nicht gelaufen, aber immerhin habe ich Profit gemacht. Hier sind 1000 Gil. Okay. Ich krieg also von den 10.000, die ich ihr geliehen habe, nochmal 1.000 zurück. Das ist ja freundlich. Ich wette mit euch, das ist auch so eine Quest, die man weiterführen kann. Und wenn man ihr immer mehr gibt und immer weniger zurückkriegt, kommt am Schluss wirklich ein richtig, richtig dicker Batzen Geld zurück. Wofür man aber halt erstmal sehr viel investieren muss. Kann ich mir echt gut vorstellen. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. You okay? Hast du dich jemals gefragt, warum der Kristallmanipulator keine Wirkung auf uns hat? Ja, schon. Dank des roten Kristalls kann jeder in Ruprum Gebrauch von Magie machen, richtig? Am stärksten ist diese Kraft in uns, kurz bevor wir erwachsen werden, also ungefähr in unserem Alter. Allstein hat die Kristallmanipulatoren entwickelt, um die Verbindung zum Kristall zu unterbrechen und damit zu verhindern, dass die Ruprumer Magie anwenden können. Wenn wir trotz dieser Störung noch auf unsere Magie zurückgreifen können, heißt das, dass sie nicht der Kraft des roten Kristalls entspringt. Aber was sonst außer dem Kristall könnte uns eine solche Macht verleihen? Entschuldige, ich denke zu viel nach. Solange Mutter keinen Grund zur Sorge sieht, brauche ich mir auch keine zu machen. Ich finde es ja schön, dass sie Dr. Oratia so vertrauen, aber in dem Fall wäre es vielleicht tatsächlich ein bisschen besser, sich mal Sorgen und Gedanken zu machen, sieht so aus, als wäre es echt mal nötig, weil irgendwas läuft hier ja auf jeden Fall. Und wir haben noch nicht herausgefunden, was. Und ich fürchte auch schon fast, dass wir es nicht herausfinden. Weil das alles irgendwie irgendwann beim ersten, zweiten, dritten Durchgang oder sowas dann mal im Kristarium landet. Was ein bisschen traurig wäre, aber könnte man dann auch nichts dran ändern. So, ich würde sagen, ich war überall. Außer bei den Chocobo-Stallungen, aber ich schätze mal, ich brauche meine Chocobo jetzt nicht. Ich habe genug Chocobo. Gehe stattdessen einfach mal in die Kommandozentrale und würde sagen, damit beginnen wir einfach mal die Mission. Wobei, wir haben hier noch einen Auftrag. Und was willst du denn? Stufe 52. Immer noch nicht stark genug. Und du... Erreiche den Versus
Rang eines Oberst. Nee. Ich nehme die Mission an. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Type Zero und der vielleicht letzten Mission.